Moin Freunde, heute schauen wir uns mal 5 YouTuber an, bei denen eingebrochen wurde. Unter anderem sind auch Opfer von Einbrechern bekannte YouTuber wie Montana Black oder Mois. Deshalb schau dir das Video bis zum Ende an, abonniere schnell meinen Kanal, Glocke aktivieren. Jeder von euch sollte, denke ich, Hey Moritz kennen, der auf YouTube mittlerweile über 1,6 Millionen Abonnenten hat. Und als er sich 2018 mit Oscar, einem anderen bekannten YouTuber, und ein paar Freunde auf Mallorca eine 750 Quadratmeter Villa gegönnt haben, wurde bei ihnen nachts eingebrochen. Auch wenn zwar nicht in Hey Moritz seiner eigenen Wohnung eingebrochen wurde, sondern dann eher hier in dieser Villa, finde ich die Vorstellung, dass jemand bei einem eingebrochen hat, sehr schockierend. Und was auch da genau geklaut wurde, das seht ihr jetzt hier mal. Komplett leer. Fuck! Leute, wir können es einfach nicht glauben. Es wurde einfach eingebrochen, Digga. Es wurde hier einfach eingebrochen. Und zwar heute Nacht wohl genau diese und diese Tasche lagen heute Nacht hier alleine auf dem Tisch. Und die haben das genommen. Und es wird noch krasser, Leute. Wir machen diese Tür auf. Wir denken so, irgendwo müssen ja Einbruchspuren sein. Wir gehen alles durch. Hier vielleicht da so irgendwas. Vielleicht die Jalousien. Vielleicht haben wir die hochgeschoben. Und dann machen wir die Tür auf, Leute. Und dann sehen wir das hier. Hier. Füllen wir ganz mal drauf. Leute, hier sieht man, das ist vielleicht nicht so gut auf der Kamera, aber es sind so Hebelspuren. Das heißt, Leute, die Tür wurde einfach aufgehebelt und, geklaut. Und jetzt kommt das nochmal was Krasseres. Ich hab's einfach gehört. Ich habe aber gedacht, das wäre was anderes, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass hier jemand einbricht. Und jetzt, ja, das, ich hab's einfach gehört und jetzt kommt nochmal was Krasseres. Das hört sich mega dumm an, aber die sind hier vorbeigelaufen und rat mal, wer hier schläft. Tada! Wir, Leute, wir pennen hier einfach. Es ist ein Meter neben den Einbrechern gewesen, Leute. Es ist so gruselig, Leute. Es ist wirklich so gruselig. Ich bin einfach froh, dass nur das Geld geklaut wurde, Leute. Ein Meter neben den Einbrechern. Was ist denn hier los? Und ich wette mit dir, die sind nach oben gegangen, haben bei uns allen reingeguckt und so. Boah, ist das cool. Wusstet ihr eigentlich, dass auch bei Lisa damals eingebrochen wurde? Vorweg vielleicht noch, wer Lisa nicht kennt, sie ist eine deutsche Schauspielerin und Sängerin und hat auch auf YouTube über 200.000 Abonnenten. Wie Lisa selbst erzählt, war sie an dem Tag des Einbruchs auf der Premiere von Misfit, einer deutschen Komödie, wo sie auch selbst mitgespielt hat. Und sie war danach noch auf einer Aftershow-Party, weshalb sie auch dann erst relativ spät nach Hause kam. Als sie dann allerdings nach Hause kam, klebte auf einmal ein Zettel an ihrer Tür. Genau dieser. So, auf diesem Zettel habe ich jetzt alles abgeklebt, was ihr nicht sehen sollt. Deswegen kann ich euch das auch zeigen. Hier steht auf jeden Fall polizeiliche Mitteilung. Gut, da steht da, sehr geehrte Frau Küppers. Ihre Wohnungstür wurde offen aufgefunden. Die Tür wurde verschlossen. Ihr Schlüssel wurde sichergestellt. Ich bin in mein Zimmer reingekommen, ne? Ich dachte so, scheiße. Ne? Also erstmal, es war nichts Krasses, es lagen nur ein paar Klamotten rum auf dem Boden, die ich gebügelt hatte vorher allerdings, deswegen bin ich ein bisschen sauer, aber sonst hat nichts gefehlt, bei mir gibt es nichts zu holen. Ich hatte auch alles Wichtige sozusagen dabei und es hat auch wirklich, es fehlt nichts, gar nichts, ich weiß nicht, was es ist. Ich möchte übrigens wieder Skins an meine Zuschauer verschenken. Wenn ich dir also auch mal einen Skin schenken soll, dann unterstütze mich mit meinem Creator-Code der Fruchtzwerg und schreib mir deinen Ingame-Name unten in die Kommentare rein. Kommen wir dann aber mal zum YouTuber Mois und was da passiert ist, das hat mich echt schockiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere das von euch mitbekommen hat, denn so lange ist es vor allem ja auch noch nicht her. Es ist ja erst in diesem Jahr passiert und das ist auch, by the way, leider nicht nur der einzige YouTuber, bei dem in diesem Jahr eingebrochen wurde. Jedenfalls wurde bei Mois in seinem Kellerstudio in Köln eingebrochen und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was in so einem Studio alles an Equipment rumliegt. Und tatsächlich wurden fast bis zu 100.000 Euro gestohlen, was extrem viel Geld ist. Natürlich ist so ein Studio dann auch entsprechend gesichert. So sagt ja Mois auch selber, dass er da einige Sicherheitstüren mit starken Sicherheitsschlössern eingebaut hat, sodass da auch keiner so einfach reinspazieren kann. Freunde, ich bin gerade im Keller angekommen. Ihr wisst, ich hatte Corona. Ich war 3-4 Wochen nicht mehr hier. Ich komme hier rein. Einfach alles geklaut. Sony C800G für 15.000, 20.000 Euro weg. iMac 7.000 Euro weg. Die ganzen Geräte, das Apollo X8 und die ganzen Vorverstärker und Kompressoren, alles weg. Ware im Wert von 35.000 bis 40.000 Euro einfach geklaut. Wie kann man so ein ekelhafter, dreckiger, ekelhafter Mensch sein? Da sind Sachen im Wert von fast 100 Racks weg, Bruder. Attila hat in der Story 50 gesagt, weil er ist halt nicht so krass in dieser Technik drin wie ich. Bro, es ist einfach mein Herz. Das, was mich am meisten traurig macht, ist, dass das irgendein Peach ist, der mal mit uns wahrscheinlich gechillt oder getrunken und sonst was hat. Und das macht mich, ganz ehrlich,
extrem wütend. Ich bin wirklich selten so wütend wie heute. Scheiß auf dieses materielle Ding. Scheiß auf alles, Bruder. Das hat mich auf jeden Fall echt schockiert. Vor allem aber hat es mich extrem traurig gemacht. Denn bei jemandem einfach so einzubrechen, das Equipment zu klauen, womit man ja so sein Geld verdient, das finde ich extrem hässlich. Montana Black bzw. Monte sollte jeder von euch eigentlich kennen. Und bei ihm wurde tatsächlich schon insgesamt jetzt zweimal eingebrochen. Bei ihm wurde ja bereits schon einmal Ende 2019 eingebrochen, denn als Monte mit ein paar Freunden im Fitnessstudio waren, wurde bei ihm eingebrochen. Wie Monte aber selbst gesagt hat, wurde ihm zum Glück nichts geklaut, denn Wertgegenstände wie Uhren, Schmuck und Bargeld lagen zu dem Zeitpunkt auf der Bank. Und er betont auch immer wieder, dass er nichts Wertvolles zu Hause gelagert hat. Viele von euch haben, denke ich, auch den erneuten Einbruch bei Monte mitbekommen, denn in diesem Jahr wurde bei Montana Black leider schon wieder eingebrochen. Wie er nämlich selbst erzählte, war er 15 bis 20 Minuten tagsüber unterwegs und hat dabei die Alarmanlage unscharf gelassen. Und in dem Zeitraum hat der Einbrecher dann mit einem Hammer die Scheibe bei ihm eingeschlagen und einige Spiele entwendet. Ich bin dann losgefahren und derzeit ist der Einbrecher hier reingegangen, ist gezielt hinten auf meine Terrasse gegangen, hat mit dem Hammer die Scheibe eingeschlagen, ist direkt hier in den Zockerkeller gegangen, der stand gestern noch genau da, ist hier ans Regal gegangen. Das Regal sieht wieder prall gefüllt aus, aber die Abteilung, die Abteilung, die Abteilung und die Abteilung war komplett leer. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du davor standst, war alles cool für dich. Aber du hast einfach wahllos irgendwelche VGAs mitgenommen, Digga, wo der Sammlermarkt, um die zu verkaufen, sowas von gering ist. Und das Geld dahinter, drauf geschissen auf das Geld, Digga. Weißt du, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich damit, dass ich mich darüber freue, dass bei mir eingebrochen worden ist. Am Ende des Tages muss ich es auch so sehen. Ich werde dadurch weiser und schlauer. Und natürlich habe ich meine Alarmanlage scharf gemacht, wenn ich aus dem Haus gegangen bin und wusste, ich bin jetzt für 2 Stunden weg und da ist niemand. Bruder, ich war für 10, 15 Minuten aus dem Haus. Ich wusste, in 10, 15 Minuten kommt Agatha wieder. Und Bruder, normal machst du dann die Alarmanlage halt nicht scharf, Digga, tagsüber. Fritz Meinecke, auch einer der großen deutschen YouTuber, der bereits auch schon über 1,3 Millionen Abonnenten hat. Er berichtet, wie 2019 in seine G-Klasse eingebrochen wurde. Ich bin in Magdeburg in meiner Heimat, bekomme plötzlich einen Anruf von einer Festnetznummer und denke mir erst so, gehe ich da ran oder nicht? Denke mir so, wer weiß, was das ist, geh ran. Und plötzlich meldet sich da die Polizei, ob ich denn der Halter wäre vom Kennzeichen MDF11. Das ist kein gutes Zeichen. Daraufhin wurde mir mitgeteilt, dass eingebrochen worden ist, dass irgendwelche Zeugen gesehen haben oder das Auto gefunden haben, aufgebrochen, und ich soll bitte schnell zu meinem Fahrzeug kommen. Fahrerfensterscheibe eingeschlagen, es lagen einige Sachen draußen auf dem Boden verteilt, irgendwie ein T-Shirt, ein bisschen anderer Kleinkram, den E-Paar völlig aufgerissen, also ne, meine Militärnahrung, die ich im Auto habe. Hab dann nichts angefasst, nur so ein bisschen reingeguckt und erstmal auf die Polizei gewartet. Ich habe mir mal eine kleine Liste gebastelt, komplette Technikkiste ist leer, mit natürlich Kamera, Drohne, Objektive und so weiter, ein bisschen Bargeld, das ich noch da hatte, ist weg, Winterjacke, noch eine andere Jacke, 2 Rucksäcke sind weg, meine kompletten Akten sind weg, Radschuhe, Radtaschen, Radbrille, meine Radschlösser, mein Hygienebeutel 2.0 ist komplett weg, keine Ahnung, was sie damit wollten, mein schönes Custom-Buschkraftmesser ist weg, meine Wildkameras sind weg, noch eine andere Jacke, ein paar Taschen, alle Taschenlampen und Kopflampen, Multitool und noch ein bisschen anderer Kram. Am Ende seines Videos verrät er sogar auch noch ganz nebenbei, dass schon mal bei ihm eingebrochen wurde, und zwar 2018 im Oktober, also ein Jahr zuvor, und dort wurde in seine Wohnung eingebrochen, und zwar wurden da 2 seiner teuren Fahrräder geklaut. Ich find's echt erschreckend, bei wie vielen deutschen YouTubern bereits schon mal eingebrochen wurde. Ich wünsche das auf jeden Fall keinem und kann nur sagen, alles, alles Gute. Ich hoffe, dass das bei euch nicht nochmal irgendwie passieren wird. Selbstverständlich sind auch alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Teil jetzt gern noch das Video mit deinen Freunden über WhatsApp, Instagram und so weiter. Links siehst du jetzt noch ein Video, wo ich euch 15 Fortnite-Skins mit vorgestellt habe, die nur Tryhards benutzen. Und rechts habe ich 15 richtig gute Tryhard-Spitzhacken mit vorgestellt. Also auch sehr interessant. Das war's jetzt mit diesem Video. Und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao mit Mau.